Herzlich willkommen wieder zu unserem Pressetalk Andruck auf TV Berlin, Hamburg 1, Potsdam TV und Family TV in Baden-Württemberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir wollen heute über ein Thema reden, das uns die ganze Woche beschäftigt hat. Das fing an damit, dass der französische Präsident gesagt hat, und es könnte ja sein, dass die NATO auch Bodentruppen in die Ukraine schickt. Daraufhin gab es am Donnerstag eine ziemlich scharfe Replik vom russischen Präsidenten Putin in seiner jährlichen Adresse an die Nation. Der sagt, wenn ihr das macht, dann haben wir Atomwaffen und die setzen wir dann noch ein. Ist das so ernst gemeint? Rutschen wir in den Dritten Weltkrieg? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Thomas Nehls, früher als Stimme der ARD Radio, des ARD Radios, um es korrekt zu sagen. Herzlich willkommen, Herr Nehls. Christian Grimm, Augsburger Allgemeine, auch Ihnen herzlich willkommen. Und Matthew Kanitschik, heute wieder ohne Cowboystiefel und Cowboyhut. Arbeit für Politico, aber waschechter Amerikaner aus Arizona. So ist es. Herr Kanitschik, was ist denn es? Rutschen wir in den Dritten Weltkrieg? Ist das nur Getöse oder müssen wir uns ernsthaft Sorgen machen? Ich glaube, man muss sich ja ernsthafte Sorgen um die Ukraine machen, sowieso. Aber wir rutschen nicht in einen Dritten Weltkrieg. Das glaube ich nicht. Ob es Getöse ist, ja, sei dahingestellt. Aber ich glaube, Macron wollte vor allem zeigen, dass der Westen hier nicht umfällt. Es läuft relativ schwierig zurzeit für die Ukraine. Und es war in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine ziemlich depressive Stimmung. Und ich glaube, er wollte halt die Ukraine auch ein bisschen aufpäppeln und denen zeigen, dass sie ja doch Verbündete haben noch, also die helfen wollen. Wollen Sie damit sagen, das war nicht ernst gemeint? Ja gut, es ist immer, also als Nuklearmacht kann er das, ein bisschen Säbelrasseln geht bei ihm, weil er eben diese Waffen hat. Also Deutschland hat sie nicht mit Bodentruppen. Gut, ich meine, die haben dann nachher das ein bisschen relativiert sozusagen, also die Franzosen auch. Aber ich glaube, wenn man mit einem Psychopathen wie Putin zu tun hat, dann muss man ihm auch ein bisschen signalisieren. Und das hat der Trump, glaube ich, sehr gut gemacht. Also ich bin ja auch verrückt, ja, ich bin auch unberechenbar. Und die ganze Zeit zu sagen, wie Biden und Scholz das bislang gemacht haben. Nein, um Gottes Willen, vom Anfang an haben sie gesagt, also wir würden ja keine Bodentruppen entsenden. Auch wenn sie das denken und auch wenn das vernünftig ist, hätte man das vielleicht nicht laut sagen sollen. Ja, aber ich denke dran, in Litauen wird eine Brigade, glaube ich, so heißt das, im Militärtechnik gebraucht, aber 4000 Bundeswehrsoldaten werden da stationiert. Das ist ziemlich nah an der russischen Grenze. Ich meine, als Putin würde ich sagen, wo ist der Unterschied? Die stehen da und die schießen auch, wenn es sein muss. Also was macht ihr da, Freunde? Ihr rückt mir zu nah auf die Pelle. Das ist ja sein zentrales oder eine zentrale Kriegsbegründung. Die NATO habe Russland eingekreist und komme Russland zu nahe. Und deshalb wehrt sich jetzt Russland. Und ich finde in diesem Zusammenhang, dass dieser Vorschlag oder dieser Vorstoß von Macron ungeschickt war, weil er Putin eine Begründung liefert für die eigenen Leute zu Hause. Seht, ich habe es euch immer gesagt. Die NATO ist ganz böse. Die NATO ist böse und bedrängt uns. Und jetzt habt ihr es ja schwarz auf weiß. Der französische Präsident hat das ins Spiel gebracht, Bodentruppen aus NATO-Staaten in die Ukraine zu schicken. Das war aus meiner Sicht unklug. Da würde ich dir widersprechen. Und zweitens hat es offenbart, dass in Europa Sicherheitspolitik überhaupt nicht funktioniert, eben zwischen Deutschland und Frankreich, den beiden größten Mächten der EU. Die Engländer sind jetzt draußen aus der EU, aber natürlich über die NATO verbunden für die europäische Sicherheit. Da gelingt zurzeit keine gemeinsame Haltung und Front. Ja, es ist ja auch eine Gratisvorlage für Putin, wenn ich mir gerade noch mal als die Kollegen das dargelegt haben, vorgestellt habe, 2 Jahre lang währt nun dieser Krieg seit 24. Februar. Und es begann nicht von Frankreich, aber von Deutschland mit der Offerte, Schutzhelme zu schicken. Und nun sind wir bei Bodentruppen, nicht aus Deutschland, aber wie gerade dargestellt. Was Putin erwähnt hat, Deutschen waren so großzügig und haben dann geschickt. Aus Frankreich und woanders her kommen anderes, aus Amerika, aus Großbritannien etc. Es ist also eine stetige Steigerung. Und das, deshalb sprach ich von Gratisvorlage für Putin, diesen mahnenden, wie Kollege Grimm gerade sagte, mahnenden Finger
in die Luft zu zeigen und zu sagen, seht ihr, und die NATO geht womöglich noch weiter. Und dann wedle ich doch mal eben mit Atomwaffen. Ich halte die Schlagzeile, dass das gleich eine Drohung ist, welche einzusetzen, welche anzuwenden, für übertrieben. Aber gewedelt wurde von Herrn Putin schon am Donnerstag. Ja, Donetschenko, wedeln wurde schon. Wir haben vor 2 Jahren nicht geglaubt, dass er tatsächlich in die Ukraine einmarschiert. Ich habe das schon geglaubt, aber ihr habt... Hier in der Runde, ich kann mich gut erinnern. Ja, ja. Deswegen stelle ich ja Ihnen jetzt auch diese Frage. Ja. Sie haben das schon geglaubt, aber die Mehrheit war der Meinung, das ist wirklich nur Theaterdonner. Und dann fuhren Sie da mit der Panzerkolonne rein. Genau. Und ich glaube, das Problem ist, und Herr Grimm hat völlig recht, das ist ja für die Propaganda natürlich eine Vorlage für Putin. Andererseits fressen die Russen seit Jahrzehnten mittlerweile diese Propaganda und die glauben ihm das ganz einfach. Und das sieht man ja an den Umfragen, also diese NATO-Legende zum Beispiel, die gar nicht stimmt. Also wenn man sich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt, dann sieht man das 1998 schon, die Russen der NATO-Erweiterung, Osterweiterung zugestimmt hatten. Aber egal, also die Fakten zählen nicht und das ist natürlich also gut für seine Erzählung zur Zeit, aber das ändert nichts am Boden in der Ukraine. Also der Kampf geht weiter, die brauchen Hilfe, aus dem Westen und ich finde es also aus Sicht der Kriegspsychologie, es ist gar nicht so verkehrt, dass Macron zeigt, dass der Westen jetzt nicht aufgegeben hat, weil eben wir an einem kritischen Punkt uns befinden. Ja, aber die Frage ist, wie hilft man denn der Ukraine? Ja, mit mehr Waffen, also das und mit mehr Patronen zurzeit. Ja, wir haben aber keine Waffen mehr. Genau, wir haben auch keine Munition mehr. Und leider ist die Ukraine ja wieder und Europa ja wieder hundertprozentig fast auf die Amerikaner angewiesen. Ja, aber die wollen ja nicht. Ja, gut, ich glaube, die wollen schon, die Republikaner wollen nicht. Ja. Die Republikaner weigern sich, mehr Geld dafür auszugeben, aber vielleicht wird es eine Lösung in den kommenden Wochen geben. Also da kann man ja nur drauf hoffen. Ja, Herr Grimm, was müssen wir denn tun? Der deutsche Bundeskanzler ist ja zögerlich, der hat nochmal ein klares Nein gesagt zur Lieferung von Taurus. Ja, die Ukrainer sagen, wenn wir diese Waffe hätten, könnten wir im Hinterland die Konvois früher angreifen. Alles richtig und trotzdem politisch falsch. Von welcher Seite? Ja, das wollte ich gerade von Ihnen hören. Also, Scholz bleibt bei seinem vorsichtigen Kurs und er hat ja durch Macron indirekt eine Bestätigung erfahren. Also ich glaube, die Mehrheit der Deutschen sieht es wie Scholz und Scholz versucht Rückhalt zu gewinnen, indem er sagt, ich schütze Deutschland und halte Deutschland aus diesem Krieg heraus. Seine Argumentation, wir würden dadurch automatisch Kriegspartei, da gibt es, glaube ich, die Mehrheit der Völkerrechtler, die sagen, das ist nicht der Fall. Letztlich ist dann die Frage, ob Paragraphen zählen. Aber ich glaube, mehr als Taurus-Raketen braucht die Ukraine wirklich Patronen und Artilleriegranaten. Und da ist es ja erschreckend schwach, was der Westen bisher, die Europäer, auf die Beine gestellt haben. Man merkt auch in Deutschland, dass die Rüstungsproduktion sehr langsam aufwächst. Es dauert alles sehr lange. Deutschland ist überhaupt nicht im Modus der Zeitenwende angekommen. Nee, ist das, was mich sehr verwundert ist. Wir haben eine Bundeswehr und dann stellt sich fest, die Munitionsvorräte reichen gerade mal für ein paar Wochen. Für das zwei heißt, oder drei Kriegstage reichen ja, die. Das heißt, wir sind weder verteidigungsfähig noch sind wir kriegsfähig. Naja, ich weiß nicht, was in den Lagern ist und ich weiß nicht, wie schnell die Munitionsfabriken ihr Produktionstempo erhöhen könnten. Ja, offenbar nicht schnell genug. Das ist schon richtig, aber ich gucke jetzt nicht nur auf die Munitionsproduktion Deutschlands, sondern, ich sag mal, aller 31 NATO-Staaten. Ich glaube, das könnte man schon beschleunigen, wenn man wollte. Aber ich bedauere in unserem Gespräch so ein bisschen, dass wir die Mainstream-Thematik erreicht haben. Ich dachte, hier wird ein bisschen über den Tellerrand geguckt und auch überlegt, was ist denn die Alternative zu mehr Munition, zu Taurus, Marschflugkörpern, anderen Dingen. Und ich bin ein bisschen, ist das vergossene Milch, gebe ich gerne zu, immer noch ein Anhänger der Frage, was gibt es denn an Alternativen, was gibt es denn an anderen Varianten, kann man nicht endlich beginnen
zu verhandeln, durch Zwang, durch Druck, durch was auch immer. Und die Menschen an die Tische kriegen, wo auch immer. Von der OSZE ist die aufgelöst worden, höre ich gar nichts mehr. Wäre doch auch ein Tableau, um mal über andere Möglichkeiten diesen Krieg zu beenden oder mindestens eine Dauer zu verkürzen, zu reden. Die UNO existiert doch noch, ist auch offensichtlich kein Podium. Fürchterlich, dass wir jetzt uns nur hochschaukeln, finde ich, auch die lieben Kolleginnen und Kollegen, fachkompetent wie sie sind, sagen nur, was hat er denn nun gemeint, der Herr Macron, warum ist denn Herr Scholz so zögerlich, warum hat er denn so viel Angst, ist er nur scheu oder ist er vorsichtig oder weiß er mehr? Über Verhandlungen, über andere Dinge wird überhaupt nicht geredet. Das ist mein Problem. Sie haben völlig recht. Aber die andere Frage ist, und die stelle ich Ihnen jetzt und bitte um eine Antwort nach einer kurzen Werbepause, die wir jetzt machen. Wenn Herr Putin nicht reden will, mit wem soll man dann reden? Fragezeichen. Antwort nach der Werbepause. Bis gleich. Bleiben Sie dran. Kollege Nils, Sie haben völlig recht, mit wem soll man reden? Und diese Frage stelle ich an Herrn Karnitschnik, wenn Putin nicht reden will, dann fehlt ja der wichtigste Gesprächspartner. Ja, also ich sehe es anders, ehrlich gestanden. Ich glaube, die Ukrainer müssen dann selber entscheiden, wann sie mit Putin reden wollen. Und wir haben gesagt, als USA, als Westen, haben wir gesagt, also wir unterstützen die Ukraine, also wir glauben, dass sie hier das Opfer sind sozusagen und sie haben das Recht, sich zu verteidigen. Und sie sollen sich verteidigen, solange sie glauben, dass sie in der Lage sind, sich zu verteidigen. Und wenn sie sagen, gut, also die Krim werden wir nie zurückkriegen, Donbass, also muss man auch aufgeben, also das überlasse ich den Ukrainern. Und Verhandlungen mit Putin, ich meine, man hat schon in den letzten Jahren wiederholt gesehen, also dass man ihm nicht trauen kann. Ja, also Stichwort Minsk. Ja. Also so gesehen glaube ich nicht, dass die OSZE oder die UNO, die sich ja auch nicht in Gaza zurzeit mit rumbekleckert, die Lösung ist. Also Verhandlungen ausgeschlossen zurzeit? Nicht ausgeschlossen, aber es ist unrealistisch. Ich glaube, solange die Ukraine kämpfen kann, also wird sie weiterhin... Es laufen ja immer niedrigschwellige Verhandlungen in Kriegen. Das sind dann kleine Maßnahmen, Austausch von Gefangenen. Es gibt dann Kanäle, über die Gespräche laufen. Nun gerade hat Putin wahrscheinlich keinen Anreiz zu verhandeln, weil es läuft ja gerade an der Front besser. Er wird jetzt versuchen, seine Erfolge zu maximieren. Die russische Armee wächst auf. In diesem Spiel gibt es derzeit keinen Anlass für ihn, seine Soldaten zurückzuziehen. Die Frage ist auch, wenn man verhandelt, was gibt man der Ukraine? Also eigentlich diese Sicherheitsgarantien, die sie bisher erhalten hat, die sind... Von wem? Ja, und von wem? Die sind ja das Papier nicht wert. Man müsste quasi der Ukraine eigentlich einen NATO-Beitritt anbieten für das Restterritorium. Das wird natürlich auch nicht passieren. Also vom Ende her gedacht ist es sehr, sehr schwierig, derzeit überhaupt Verhandlungen anzufangen, die für die Ukraine bis auf die Beendigung des Krieges Sicherheitsgarantien. Das könnte schon passieren, das ist in Deutschland passiert in den 50er Jahren. Also nach der Teilung. Ja, aber es ist natürlich immer schwierig, mit dem Blick auf Verhandlungen erstmal über die Vorbedingungen, und das tun ja wohl alle Seiten, nicht nur die Ukraine und Russland, sondern viele, die sich aufgerufen fühlen, für oder gegen Verhandlungen zu sein, reden über die Vorbedingungen. Das ist ja dann so schlimm, wie könnte man ja fast den Bogen schlagen in den Nahen Osten, dort seit 70 Jahren und mehr versucht wird, eine Lösung zu finden, aber mal Israel, mal die palästinensische Seite ersticken an ihren eigenen Vorbedingungen. Also zurück nochmal zur Ukraine. Es ist ja müßig, dann darauf rumzureiten oder auch, wie Kollege Mitschik es gerade gesagt hat, zu sagen, der will ja gar nicht verhandeln. So ist es nach meiner bescheidenen Ansicht nicht ganz. Nur stellt die Ukraine auch diese Vorbedingungen. Und es der Ukraine zu überlassen, den Zeitpunkt für den Verhandlungsbeginn zu bestimmen, ist ein bisschen zu großzügig. Ich meine, gleichzeitig sagt ja die Ukraine, ruft tagtäglich rund um die Uhr in den Westen, schickt uns Waffen, schickt uns Munition.
damit sie weiter Krieg führen können, also mit der Hilfe anderer den Krieg zu verlängern, ist auch eine relativ simple Taktik. Und dadurch dann vielleicht Russland in die Knie zwingen zu wollen. Also da finde ich, sollte man sich besinnen und die weite Welt, es gibt ja ein paar Player, die durchaus nicht nur einseitig ausgerichtet sind, auf die mal zu hören und nach deren Vorschlägen für Verhandlungen sich zu erkundigen. Zum Beispiel? Tun die Medien nach, in die Inder einzubeziehen, die Chinesen einzubeziehen, die sind immerhin eine der fünf ständigen Mächte im Sicherheitsrat, der auch mal wichtiger genommen wurde, mächtiger war tatsächlich auch als heutzutage. Warum besinnt man sich nicht und erkundigt sich wenigstens mal und recherchiert? Nein, man geht hin und hat nur Vorurteile und sagt, naja, die sind natürlich eng auf dem Schoß oder Russland auf dem Schoß von China, die sind ja verdächtig und Amerika ist natürlich auch verdächtig und nun neuerdings sogar Herr Macron, der bisher ja ein bisschen über den Parteien stand. Herr Kanitschek, müsste nicht der Herr Scholz sich an die Spitze dieser Verhandlungsfriedensbewegung stellen? Statt immer nur zu sagen, wir liefern das und das nicht. Und jetzt drehe ich den Spieß um und ich sage, wir werden dafür sorgen mit unserer Diplomatie, mit unserer wortgewaltigen Außenministerin. Also wie gesagt, also ich bin nicht für eine Friedensoffensive und ich glaube, aus europäischer Sicht wäre das ja sehr unklug. Weil was wir gesehen haben, ist, dass Putin halt mit dem Westen immer wieder spielt. Und es ist ja völlig klar, dass wenn er jetzt weiterkommt in den nächsten Monaten, ja, was macht er dann mit dem Baltikum, wenn Donald Trump ja wieder im Weißen Haus sitzt und Trump hat schon einmal irgendwie den Gedanken geäußert, naja, warum sollten wir die baltischen Staaten verteidigen mit Nuklearwaffen, wenn die Russen dort einmarschieren. Also ich glaube, man muss als Westen Putin zeigen, dass es Grenzen gibt. Und wenn man jetzt die Ukrainer unter Druck setzen würde und sagen, ja, ihr müsst hier ja in den sauren Apfel beißen, würde das ja Putin dazu bewegen, dass er irgendwas anderes unternimmt. Ja? Also wir schauen jetzt nach Transnistrien und warten alle, ja, was dort passiert. Also aber es besteht eine große Gefahr, dass er weitergeht. Naja, aber das ist für mich ja, Herr Kollege, wenn es erlaubt ist, das größte Gespenst, das man an die Wand malen kann, dass Putin dann eines Tages dann das Baltikum angreift oder sogar Polen etc. Ich lese das auch hier und da, sogar manchmal schlüssig begründet, aber immer mit einer ganz erheblichen Lücke. Nur ganz selten wird der Hinweis gegeben, dass dann natürlich der Artikel 5 des NATO-Vertrags erfüllt ist und einer für alle, alle für einen, der große Krieg beginnt. Dritter Weltkrieg. Dann gäbe es den Dritten Weltkrieg. Und das weiß, glaube ich, auch der nicht völlig durchgeknallte, aber haben wir ja wieder gesehen, beim Artikel 5 ist man Wladimir Putin. Und ich glaube, das ist ja der Punkt. Und wenn Donald Trump Präsident ist und Putin hier sieht eine Möglichkeit, in Estland zum Beispiel Fuß zu fassen. Also die russischen Truppen wären in der Lage, aus St. Petersburg aus, innerhalb von ein paar Stunden wahrscheinlich, also Estland zu übernehmen. Ja, aus Kaliningrad können die alle drei baltischen Länder übernehmen. Also das ist eine reale Gefahr und deswegen glaube ich, ist es ja umso wichtiger als Westen zu zeigen, nein, also das werden wir nicht zulassen. Also wir nehmen diese Gefahr ernst und ich meine, ich glaube, die Deutschen vor allem haben ja die Ukrainer schon zu Beginn des Krieges im Stich gelassen. Also das Problem mit der Frontlinie besteht darin, dass es alles vermint ist. Und warum ist es vermint? Weil die ja fast zwei Jahre lang keine Panzer bekommen haben. Und ähnlich haben sie die Panzer bekommen und andere Waffen, aber dann war es zu spät. Und deswegen konnten sie letzten Sommer ihre Offensive nicht zum Erfolg bringen. Ja, aber rutschen wir denn nicht tatsächlich dann näher an die Gefahren des Dritten Weltkrieges hinein, wenn man sagt, so Diplomatie dürfen wir nicht, weil wir Stärke zeigen müssen? Es, ja? Es geht beides zusammen. Also ich würde das gar nicht als Entweder-Oder sehen. Diplomatie findet immer begleitend statt. Jetzt ist noch nicht die Stunde der Diplomatie. Wenn jetzt Transnistrien folgen sollte, dann hätte man eine neuerliche Eskalation. Mir fehlt da ehrlich gesagt gerade die Vorstellung, wie man darauf reagieren kann. Es würde bestätigen, dass Putin Grenzen braucht, weil er sonst einfach tut,
was er will und dass er von einer historischen Mission beseelt ist und dass in Russland ein Menschenleben, das an der Front geopfert wird, nichts wert ist. Das haben wir ja nun die letzten Wochen und Monate, zwei Jahre gesehen. Also die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, ich bin da auch vorsichtig, um nicht sozusagen nur so ein Doomsday-Szenario zu haben, aber es ist auf alle Fälle gefährlicher geworden. Es kann ja auch sein, dass es unterhalb der Schwelle eines großen Krieges bleibt. Was passiert denn bei kleinen Provokationen im Baltikum? Ist dann gleich daraus die Folge Artikel 5 und massiv geht der Westen hinein? Das weiß niemand. Ja, aber Artikel 5 ist doch klar definiert. Der zählt nur Angriff auf ein Land im Lande selbst. Scharmützel in Estland durch russische Soldaten ist Artikel 5. Aber es gibt ja schon Rätselraten heutzutage. Was ist ein Angriff im anderen Land? Ist ein Cyberangriff auch schon ein Angriff? Ist eine Sabotage schon eine Art Angriff? Es ist doch fürchterlich, wie differenziert und wie Kraut und Rüben inzwischen dieser Artikel 5 oder überhaupt der NATO-Vertrag heutzutage definiert wird oder gelesen wird oder interpretiert wird. Ja, die Frage ist, wie interpretieren wir ihn denn richtig? Ja, ich glaube, also jedes Land kann diesen Artikel 5 ungefähr so interpretieren, wie es will. Und du bist als Deutschland nicht verpflichtet, Truppen zu entsenden, wenn Litauen oder so angegriffen wird. Also es ist schon die Erwartung, aber es gibt keinen Automatismus, ja, dass die USA auf einmal Atomwaffen auf Russland schicken müssen, nach Russland schicken müssen, wenn irgendein Land in Europa angegriffen wird. Ja, die Frage ist dann, wann gilt denn überhaupt Artikel 5, wenn das jeder so interpretieren kann, wie er will? Antwort nach der letzten Werbepause, die wir jetzt machen, geht an Kollegen Grimm von der Augsburger Allgemein. Bis gleich, bleiben Sie dran. Letzte Runde Andruck und wir reden über die Frage, rutschen wir in den Dritten Weltkrieg? Und die Meinungen gehen weit auseinander, auch bei uns hier. Artikel 5 kann jeder so interpretieren, das NATO-Statut ist, wie er will. Das heißt, im Artikel 5 steht klar drin, wenn ein Angriff erfolgt im Lande selbst durch eine andere Macht, sind die anderen gleichzeitig auch betroffen. Aber das scheint ja nicht so ganz klar zu sein, Herr Grimm. Artikel 5, die Definition von Artikel 5 hängt letztlich vom Mann im Weißen Haus ab. Also die ganze Glaubwürdigkeit des Artikel 5 hängt an den Vereinigten Staaten von Amerika. Unter Donald Trump, wenn er zurück ins Weiße Haus käme, wäre das massiv angegriffen. Er hat sich ja nun öffentlich geäußert. Und dann würde quasi der Artikel 5 deutlich enthüllt. Wie weit Joe Biden bereit ist zu gehen, das kann ich von hier nicht hundertprozentig einschätzen. Er hat ja öffentlich gesagt, dass jeder Quadratmeter NATO-Gebiet verteidigt würde. Aber ja, was Herr Kanetschnik vorhin sagte, es gibt eine Beistandspflicht, aber der Artikel 5 definiert nicht genau, welche Truppenkontingente dort jetzt zu schicken wären. Es lohnt sich, den Artikel zu lesen. Das kann man ja von zu Hause aus machen im Internet, weil es ist eigentlich sehr kurz. Es sieht nur ein paar Sätze. Ja, und sagen Sie mal. Naja, es geht ja um Unterstützung. Also man ist verpflichtet, also dem Betroffenen zu... Ja, und das kann mit Helmen oder Schlafsäcken sein oder was auch immer. Ja. Also jetzt bis hin zur Atombombe, ja. Bis hin zur taktischen Atomwaffe. Und dann wird es, was Sie gerade sagten, da bringt man besonders prekär, denn das ist so bei dem Titel dieser Sendung auch meine Sorge, dann gucke ich immer auf die neuen Länder, die diese Atomwaffen haben, also die fünf, die sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben und dazu auch stehen und die vier anderen, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel mit plus minus 200 Sprengköpfen. Meine Güte, und wenn da noch welche dazukommen, dann wird es wirklich eng und dann ist diese Frage, steuern wir einen dritten Weltkrieg an mit atomarer Bedrohung oder nicht,
noch prekärer, noch zugespitzter. Man darf nicht vergessen, die Bundeswehr hat zwar keine, aber auf dem Gebiet der Bundesrepublik lagern 20 in Büchel in der Eifel. Ja, aber die Zugriffsrecht. Nur Zugriffsrecht haben. Ja, ja. Aber sie lagern erstmal in Deutschland. Ja, in Ramstein werden ja auch wieder Manöver geplant, auch in Deutschland. Geklemmt. Das ist hinnehmbar, das ist ja dann Deutschland als Aufbewahrungsort. Wenn andere die Kontrolle der Lagertätigkeit haben, geht's ja. Wir diskutieren ja ein bisschen so, dass wir sagen, es könnte ja alles nicht ganz so schlimm werden. Nun gibt es immer eine deutsche Politikerin, Strack-Zimmermann, die jetzt bald ins Europaparlament, manche sagen, abgeschoben wird. Aber ich sage es diplomatisch einfacher, gewählt werden könnte. Ja, was trägt denn diese Stimme, diese gewaltige Stimme, die immer fordert, mehr Waffen und so fort und nicht so zögerlich dazu bei, Herrn Putin noch weiter in Rage zu bringen? Naja, sie wird aber in der Innenpolitik ein Stück weit ignoriert. Und die anderen, die auch so laut sind, ja genauso. Anton Hofreiter, ja. Roderick Kiesewetter. Es sind so die üblichen Verdächtigen. Und also ich finde, dass sie ein sehr starkes Argument haben. Aber leider werden die von den von Leuten wie Scholz und seinen Beratern nicht ernst genommen. Und das sieht man an der Politik, an der Taurus-Entscheidung zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass die Taurus eine Wunderwaffe ist. Und wenn die Ukrainer diese Marschflugkörper hätten, also wäre alles gelöst. Aber es hat so eine gewisse Symbolkraft. Das hat man auch gedacht bei den Leopardpanzern. Wenn genau. Die kommen, ist der Krieg gewonnen. Und dann stellt sich raus... Ja, weil man zu lange gewartet hat. Ich würde aber erstmal die Liste noch erweitern wollen, um wenigstens einen Sozialdemokraten, der genauso... harsch wie Frau Strack-Zimmermann ist oder Herr Hofreiter, und das ist Michael Roth, also der kann es auch. Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Das sogar, und da hätten wir wieder alle demokratischen Parteien zusammen. Ja, aber die Frage ist ja, wie viel kann man sich denn eigentlich leisten als Deutschland? Der Kanzler war hart dabei, wir machen das nicht. Das hat er bei den Leopardpanzern auch gesagt. Dann wurden sie geliefert und das wurde ja diese Woche auch immer angesprochen von Macron. Macron sagt, er ist immer nein, 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 nein. Und am anderen Ende liefern sie doch. Naja, es wäre ja möglich, ich bin jetzt nicht der große Experte für Taurus und andere Formen von Marschflugkörpern, aber dass man sich wirklich festlegt, was die Entfernung angeht und die, ob man den Ukrainern glaubt oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber das ginge ja schon, und dann könnte man liefern, auch ohne deutsche Soldaten, die bedienen sollten oder anlernen sollten. Dann könnte man liefern, weil man den Ukrainern glaubt. Nur das wäre ja auch wieder der Strudel dessen, was wir hier in der Fülle, im größten Teil der Zeit besprechen. Ein Aufstocken der Waffenarsenale, ein Aufstocken der Ausrüstung des angegriffenen Landes Ukraine. Und man sollte doch den Gehirnschmalz lieber darauf verwenden, eine Rückentwicklung im Sinne von Waffenproduktion und Kriegstüchtigkeit zu erreichen. Aber das ist ein frommer Wunsch. Ich sage das einfach mal an der Stelle dazu, kein Pazifist, aber denke trotzdem, so einen Traum kann man auch mal träumen. Ja, aber die Antwort haben wir darauf ja schon gegeben. Und ich wiederhole sie nochmal, Sie haben sie gesagt. Ja, wenn wir das machen, dann denkt der Putin, der Westen ist eine lahme Ente. Ja, das wäre auf österreichisch gesagt eine gemahre Wiesen. Für ihn. Und deswegen glaube ich, dass wir gut beraten werden, weiterhin Stärke zu zeigen. Es ist ein bisschen tragisch für die Ukrainer, dass sie auf die Republikaner in den USA angewiesen sind. Aber ja. Es ist so. Also Scholz kommt doch eigentlich auch jetzt, da er sich so klar festgelegt hat, aus dieser Positionierung nur heraus, wenn die Ukrainer massiv unter Druck stehen, eigentlich die Front zusammenbricht. Dann könnte er sagen, und dann würde es aber der Ukraine wahrscheinlich auch nicht mehr viel nützen, weil dann wäre der Durchbruch da. Man kann völlig, da bin ich bei Ihrer Meinung, für die Sache argumentieren, es müsste mehr Diplomatie geben. Das ist ja auch ein edles Motiv. Ich denke nur, das ist gerade nicht die Stunde, weil dafür brauchst du immer zwei.
Ich bedauere das aber genauso, dass wir derzeit in dieser Eskalationslage. Ja, aber wann ist die Stunde gekommen? Ja, man braucht für beides Zielprojektionen, ja. Für den Waffeneinsatz wie für Verhandlungen. Das ist mir auch klar, aber das ist ja. Aber man kann besser verhandeln, wenn man in einer stärkeren Position ist. Und ich glaube, das wird oft vergessen. Und auch also diese Psychologie, also wenn der Westen Putin zeigen würde und wenn Scholz ja vielleicht ein bisschen deutlicher zeigen würde, dass alle wie eine Eins hinter der Ukraine stehen und dass man liefert alles, also wo es ja nur geht. Aber er widerspricht sich auch, weil auf der einen Seite sagt er ja, Deutschland hat mehr geliefert als alle anderen, abgesehen von den USA. Ich weiß nicht, wie viele es sind jetzt? 27 Millionen, Milliarden. 27 ja. Milliarden, das ist doch sehr viel. Aber andererseits steigt er auf die Bremse, also bei diesen entscheidenden Waffengattungen. Ja, wir kommen da nicht raus. Werfen wir mal einen Blick noch zum Schluss dieser Sendung, die wir gleich erreicht haben, auf Amerika. Herr Kanitschnik, was passiert denn, wenn Herr Trump Präsident wird? Macht er denn das alles wahr, was er jetzt alles so getönt hat? Was haben wir gelernt aus den ersten 4 Jahren? Wir haben gelernt, dass er völlig unberechenbar ist. Es kann ja sein, dass er sagt, nein, so war das nicht gemeint. Also natürlich würde ich Estland und Litauen und Lettland unterstützen, keine Frage. Also ich würde halt jeden Zoll, wie der Biden gesagt hat, des NATO-Territoriums verteidigen. Aber es kann ja auch sein, dass er sagt, ja gut, ihr müsst halt ja mehr Waffen von uns bestellen und die werden nicht geschenkt, also wir verkaufen die an euch. Ja? Und wenn ihr das macht, dann würden wir euch ja vielleicht helfen. Ja? Also das könnte ich mir ja... Das wäre ein klassischer Trump-Ansatz. Unsere Banken geben euch den Kredit. Genau, so ist das. Ja? Weil er hat immer also den großen Deal da irgendwo im Hinterkopf. Nils, was erwartet uns, wenn Trump Präsident wird und alles das in seine Agenda schreiben würde? Anders als viele eine Vermisstenmeldung aufgeben, denke ich schon, dass auch in Berlin ein Plan B schon fertiggestellt ist oder dabei ist, fertiggestellt zu werden, dass es den in anderen Ländern der EU, der NATO auch gibt. Und ja, ich sehe ihn vor mir. Ich habe ihn als Zivilist mal 2-3 Mal erlebt. Er ist ein Spontär, er ist unberechenbar, wie gerade die Kollegen schon sagten. Aber auch kein Durchgeknallter, denn dazu war ich dann auch ein paar Jahre doch ausführlicher in Amerika unterwegs, um mir nicht vorstellen zu wollen, dass die Hälfte, so ungefähr könnte es ja sein, des Wahlvolks in Amerika ihm die Stimme gibt, auch durchgeknallt ist. Also irgendetwas muss dran sein, das ist jetzt eine vage Aussage, aber auch ein Donald Trump wird in den Griff zu kriegen sein. Und vielleicht geht ja das Wunder auf, vielleicht wird ja das Wunder wahr, dass er uns ja schon versprochen hat, einzugehen und auf den Startknopf zu drücken und innerhalb eines Tages, war das eines Tages, zwischen Ukraine und Russland Frieden herzustellen, und vielleicht braucht er eine Woche im Nahen Osten. Bei alledem, Herr Grimm, müssen wir denn nicht, und damit meine ich alle Europäer, überlegen, wie wir künftig auf stärkeren eigenen Beinen stehen? Und brauchen wir dann nicht eine europäische Verteidigungsarmee? Ohne Zweifel ist das so. In der Politik braucht es manchmal das schlagende Ereignis. Und das wäre die Wahl von Trump. Wenn Biden wieder gewinnt, glaube ich, dann geht das Durchwursteln weiter. Im Sinne von, naja, Onkel Sleepy Joe beschützt uns schon irgendwie. Da müssen wir nicht ganz viel machen. Wenn Trump gewinnt, wird es schlagend. Und dann bekommen wir aber in Deutschland zum Beispiel, aber in allen anderen Ländern auch die Diskussion Sozialleistungen oder Kanonen. Große Verschuldungsprogramme, Aufrüstungsprogramme wurden traditionell in der Geschichte immer mit massiver Verschuldung finanziert. Staatsanleihen. Ja, natürlich. Diese Diskussion kommt dann. Gut, dass Sie nicht gesagt haben, schlagendes Ereignis, wenn die Atombombe eingeschlagen ist. Nein, so weit wollte ich nicht gehen. Geh aus dieser Brinkmann, so weit wollten wir nicht gehen. Wir sind nämlich am Ende unserer Sendezeit, dass wir uns noch nicht so nah an den Dritten Weltkrieg hineingerutscht sind, wie ich das anfangs gesagt habe. Deswegen bedanke ich mich heute für die Runde bei Thomas Nils vom früher ARD, markante Stimme, immer gehört, jahrelang. Und das soll auch so bleiben. Demnächst hier in dieser Runde sehen wir uns wieder. Und dann reden wir über Nahost bei Christian Grimm, Augsburger Allgemeine, und Matthew Kanitschnik, heute ohne Cowboystiefel. Ausnahmsweise. Letztes Mal, die waren sehr hübsch, diese letztes Mal. Die sind wunderschön, ja. Man glaubt es nicht. Er spricht zwar wie ein Österreicher, ist aber waschechter Amerikaner aus Arizona. Ja? Genau. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie
alle da waren und vielen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben in Baden-Württemberg und in allen Bundesländern. Sie können uns überall erreichen über www.tvb.de oder Hamburg 1, Potsdam TV, Family TV, Future TV in Baden-Württemberg. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder nächste Woche Sonntag, wie immer 12 Uhr. Andruck der Pressetalk. Bis dahin, danke und tschüss.